Nun ein Thanos höchstpersönlich. Schauen wir doch mal. Was ist das hier für ein Tourney gewesen, wo er mitgespielt hat? Jetzt konnte ich es nicht sehen. Okay. Was haben wir? Speed mit Crawler, Stormcaller. Da ist halt Speed immer so ein bisschen verloren mit diesen Stormcallern, ja. Generell mag ich Speed halt nicht. Aggressiv kann das natürlich gut sein, aber Supply, Arclight, Phoenix ist eine interessante Kombination. Das könnte man hier defensiv spielen, auch mit diesem Marksman. Aber das ist auch interessant. Ich denke, wir nehmen ruhig mal hier den Supply Specialist. Und auch den würde ich hier eigentlich gern offensiv spielen. Wir gucken aber mal, was der Gegner hat. Quick Supply. Okay. Also, hier müssen wir jetzt doll aufpassen. Denn ich denke mal, dass er hier bestimmt aggressiv sein wird. Und wenn wir hier aggressiv sind, unsere Arclights sind zu langsam. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall selber irgendwie defensiv gegen ihn vorgehen. Das heißt, wir wählen hier ein defensives Setup. Das heißt, ein Kästchen Abstand auf der Seite. Ein Kästchen Abstand auf der Seite. So. Dann müssten hier Crawler noch in die Mitte. Wo stellen wir die hin? Da müssen wir ein bisschen schauen. Die sollen auch potenziell in beide Richtungen gehen können. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die jetzt hier zu weit außen stehen. Oder ob man die dann hier so stellt. Das wäre möglich. Bisschen zentraler, da könnt ihr vielleicht in beide Richtungen lenken. Und den stellen wir mal hier so hin. Könnte man auch so ein bisschen keilförmig aufbauen. Finde ich gar nicht schlecht. Und ich hoffe, dass die dann hier so reinschwenken, je nachdem. Man könnte auch noch eine Rakete stellen, die sparen wir uns jetzt aber mal. Und was war das hier für ein Tournament? Mini-Tournament European Intermediate Group 1 One-Up. Ja, was auch immer. Und er macht das hier aggressiv, ja. Jetzt in einer Situation hier, in die ich nicht oft komme, hier so einen Push abzuwehren. Ich bin ja eigentlich oft der Pushende. Werden wir mal sehen, wie wir es machen. Die Arclights sind ja jetzt recht passend hier, um diesen ganzen Schaff wegzuräumen. Die Steelbolts sind natürlich ein Problem. Und wie ihr wisst, in den letzten Games hatte ich immer gegen Steelbolts ein Problem. Aber die Phönixe sind hier doch sehr potent. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier keine Panzerplatte drauf. Auf den Arclights. Weil ich eigentlich der Meinung bin, wenn ja, man Arclight Carry spielt, dann will man ja gar nicht, dass der Gegner überhaupt rankommt. So, Subsidized Arclight ist hier natürlich auch sehr schön, muss ich sagen. Dann könnte man einfach noch ein paar mehr setzen und das wäre recht günstig. Ich denke, das nehmen wir auch. Dann könnten wir hier sogar einen Range Tech drauf wählen. Wir brauchen natürlich noch mehr Chaff, was davor läuft, das ist ganz klar. Ich denke, wenn ich mir ein Arclight, noch ein Arclight, stellen wir ruhig hier so hin. Wir wollen noch eine Einheit mehr nehmen. Ich würde sogar sagen, dass wir hier noch einen Phönix nehmen. Ja. Dass hier halt schön was weggeräumt wird. Den Arclight, den könnten wir hier hinten eventuell auch noch hinstellen. Der ist halt ein bisschen verloren unter Umständen. Ich würde ihn aber mal hier hinsetzen, weil ich ihn ein bisschen nerven will. So, jetzt kann man hier natürlich auch noch schön mit Raketen grundsätzlich arbeiten. Wäre eine Möglichkeit. Schild ist immer so eine Sache. Was wir aber auch recht früh machen können, ist hier durchaus ein Level vergeben, falls der Tower halt doch fällt, ja. Das machen wir mal. Und hier hinten stellen wir einfach mal eine Rakete. Okay. Hier würde ich gern auch recht früh Reichweite vergeben. Aber nächste Runde ist, denke ich, mehr Chaff angesagt. Er stellt jetzt hier eine Rakete hin. Das ist ein bisschen merkwürdig. So. Und man sieht, ah, jetzt ist der Arclight hier gestorben. Das ist mies. Aber ich meine, das hat ihn hier auch was gekostet. Jetzt räumt er die hier weg. Das hat nicht gut geklappt. Da müssen wir halt noch mehr davor stellen, ja. Okay, ja. Der eine da hinten, der da rumkreucht. Ich denke aber, dass wir das hier mit den Arclights ruhig machen können. Wir spielen hier wahrscheinlich Arclight Carry. So, der räumt hier noch eine Menge weg.
Dann haben wir da Arclight Reichweite, dann geben wir den eventuell sogar noch Charge Shot. Wir müssen halt nur wirklich aufpassen auf diese Balls, ja. Wenn die halt anfangen zu leveln, dann kann das immer recht übel werden. So, wir könnten ja Missile Strike nehmen. Eine Smoke wäre möglich. Intensive wäre auch interessant, aber ich denke, wir gehen hier in den Missile Strike und versuchen einmal hier was wegzubomben. Vielleicht auf diese Weise. Und dann sollte hier halt noch mehr nach vorn laufen, ja, oder davor stehen. Man könnte jetzt hier noch Fangs hinstellen. Ich denke, hier gehen wir jetzt einmal sowieso Reichweite. Hier dürfen wir auch das Level nicht vergessen. So. Dann würde ich fast sagen, stellen wir einmal noch Fangs auf. Die sollen hier direkt davor stehen. Dann nehmen wir noch Crawler, die hier hinlaufen. Und dann nehmen wir halt noch ein Arclight. Warum nicht? So, und der steht dann halt hier. Ja. Dann werden wir mal sehen. Er levelt hier. Okay. Oh, er hat jetzt hier eine ganze Riege da hinten gestellt. Das erachte ich als absolute Overkill. Das ist ja völlig verloren, ja. So, das haben wir ja recht gut weggeräumt. Das hier sieht auch gut aus. Sehr schön. Die Phönixe bleiben halt hier alle da oben hängen. Das ist nicht so toll. Aber ich denke, wir werden jetzt hier gut Level bekommen auf unseren Arclights. Schön wäre, wenn die hier noch Level 2 werden. Und wenn wir dann noch Charge Shot vergeben. Oder eventuell E-Light können wir auch machen. Dann wird es, denke ich, hier schwierig für ihn. Okay. Das ist, denke ich, alles nicht sonderlich gut. Ja, man könnte das da hinschmeißen, aber finde ich nicht so gut. Okay, also wir geben das jetzt hier aus. Ich denke, wir geben auch Charge Shot aus. Und dann machen wir hier mal weiter. Die Frage, ob wir den hier überhaupt leveln. Der hält die ja hier hinten fest. Mit Charge Shot könnte er die schon lange beschäftigen. Der bekommt noch ein Level, ganz klar. Ich glaube, dann machen wir hier einfach weiter mit denen, oder? Ich meine, die haben jetzt Charge Shot drauf. Die sind gegen alles gut. Ah, hier. Ja, da geht jetzt eine Rakete rein unter Umständen. Das dürfte ihn eventuell nerven. Stellen wir den einfach hier hin? Oh, wieso nicht? Dann soll der da vorlaufen. Dann stellen wir die hier noch hin. Ein bisschen gleichmäßig, oder? Und die hier sollen ja auch schnell weggesäbelt werden. So, auf diese Weise machen wir das einfach. Der hat hier einen richtigen Fan. Was ist denn hier los? Warum wird denn hier nur auf ihn gewettet? Achso, das ist immer der gleiche. Wer glaubt denn hier mal an mich? Niemand. Okay, probieren wir es aus. Hacker! Oh. Das heißt, hier müssen wir unbedingt mehr davor setzen. Wenn er anfängt, hier die Hacker zu übernehmen, dann war es das. Wenn er anfängt, hier Arclights zu übernehmen, dann war es das für uns. Erinnert mich so ein bisschen an mich und seiner Spielweise. Aber er hat hier nicht genügend Schaff-Clear. Ja, und dann wird es halt schwierig für ihn. Und wir haben ja auch schon die Phönixe. Das ist es halt auch. Ja, ich bin wirklich gespannt, was er hier eventuell vorhat. Weil wir werden ja nur stärker, ja. Und die kosten uns ja hier auch nichts. Battleship können wir eben sogar noch einsetzen. Oh, das ist aber auch fies. Wir machen das auch. Wir haben ja Geld übrig, dadurch, dass die Arclights so günstig sind, ne? Ich würde hier trotzdem, glaube ich, man könnte jetzt argumentieren, ja, mach doch einfach noch mehr Arclights. Ja, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber ich möchte hier nicht gehackt werden. Das heißt, ich stelle hier tatsächlich noch mehr Zeug davor. Mal so auf diese Weise. Wir könnten selber auch noch Schilde stellen. Das machen wir auch. Des Hackers größter Feind. Das Schild. Und jetzt haben wir hier nichts mehr. Wir können noch ein bisschen Wumms geben. Wir können noch eine weitere Unit stellen. Können wir hier sogar noch oben einstellen. Und auch nochmal nerven. Und dann gehen wir einfach hier nochmal Attack aus.
machen wir es ihm noch mal schwieriger, indem wir hier noch mehr vergeben. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ich weiß gar nicht, hier, wohin mit meinem Geld. Und dann vergeben wir hier einfach noch mal Reichweite, oder? Ja, ich wäre jetzt überrascht, wenn wir das nicht gewinnen sollten. Ja, und die bleiben jetzt hier ewig hängen. Und schaut mal, wie die hier weggebombt werden von den Arclights. Und hier oben ist gefallen. Ja, der war gut tätig. Oh, er hat aber hier eingestellt. Aber selbst da haben wir halt auch Phönixe, ja. Wir sind wirklich gegen alles gewappnet. Und ich habe hier halt auch diesen Anti-Air-Tag drauf. Das heißt, selbst wenn es jetzt hier irgendwie kritisch geworden wäre, GG, dann hätten wir da auch einen Anti-Air-Tag nehmen können, ja. Und seht, das ist genau der Grund, warum ich hier eigentlich keine Panzerplatte drauf habe. Ja, weil man möchte ja eigentlich gar nicht, dass die Schüsse überhaupt auf die Arclets gehen. Ja, und die Mustangs sollen sich ja eh mit anderen Sachen beschäftigen. Und ich habe da eigentlich lieber mehr Wumms drauf. Dann würde ich hier die Panzerplatte denn ausgeben. Nicht als ersten Tag, nicht als zweiten Tag. Und dann passt das so. Der Versuch mit den Hackern ist gar nicht schlecht. Das mache ich ja persönlich auch gern gegen Arclights. Aber da muss man halt schon vorne dran sein, die ersten Runden Dollar gewonnen haben. Und wenn man hinten dran ist, sind Hacker immer eine riskante Wahl. Da hat man bei meinen letzten Games ja auch gesehen. Hier hätte man auch überlegen können, ob man den Level hier noch was davor stellt. Dann könnte der eventuell sogar hier gewinnen, aber eventuell holen sich die auch einfach Level. Also das war von ihm ein totaler Fehler. Aber dieses Arclight hier kontern hinten dran, das ist auch nicht so einfach, ja, weil was will man da hinstellen? Kann keine Crawler hinstellen, kann hier keine Mustangs hinstellen, einen einzelnen Hacker hinstellen, das ist irgendwie dann auch schwierig. Ja, aber ansonsten haben wir das hier recht sauber runtergespielt. Jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte es hier für uns gab. 11 Punkte und es geht wieder etwas nach oben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.